bin die Andrea. Hallo, ich bin die Mayra. Und wir sind die Lennet Girls. Ja, hallo ihr Lennet Girls. Ich freue mich, dass ich euch heute vor der Kamera habe. Meine erste Frage, ganz knallhart, seit wann gibt es euch? Also mich gibt es seit 1964. Ecke, dein Geburtsdatum will hier keiner wissen. Uns gibt es natürlich seit 2010. Stimmt. Das war unsere erste Session. In dem Jahr sind wir auch quasi geboren. Der Initiator ist Freund Gerhard und Patrick Hirsch. Genau. Wir haben dann aber schon vorher angefangen. 2009 haben wir angefangen zu proben. Ja, haben ja, uns klar. Stücke angeguckt und geguckt, wie wir. Haben auch uns auch untereinander angeguckt und beschnuppert. Andrea kenne ich ja schon lange, lange, lange. Wir haben zusammen schon. Seit 64 Jahren. So wir haben zusammen Musik gemacht. In verschiedenen Projekten, ja. Stopp, Elke. Also, ich weiß, du hast ja bei Pearls and Pigs gesungen. Ja. Und du bist ja die Sängerin bei The Night in Paris. Was habt ihr denn für Musik untereinander gemacht? Davon weiß ich nichts. Oh. Wir waren zusammen bei Zabu. Eine deutschsprachige Rockband. Superband war das damals. Ja. Und wir waren auch zusammen bei den Pearls and Pigs. Ja. Diese Band haben wir gemeinsam gegründet mit den ganzen Musikern, die damals auch mit dabei waren, ganz klar. Ich bin damals gegangen und es war mir irgendwann einfach zu langweilig. So, also ich stelle fest, Elke und André, ihr kennt euch. Ja. So, Mayra, wie bist du denn zu den Lennet Girls gestoßen? Der Patrick Hirsch, der spielt Trompete in unserer Band. Und der hat mich dann mal so gefragt, so was ich so weiteres noch machen will und wie karnevalistisch ich bin. Und ich sagte, da habe ich jetzt total Bock drauf, mich mit den süßen Mädels zusammen zu tun und Öscherlieder für die Öscherleute zu singen. Wie entscheidet ihr zusammen, welche Lieder oder welche Liederarrangements ihr für die kommende Session plant, aufnimmt, singt? Wie läuft das bei euch ab? Gemeinsam entscheiden wir das. Also es werden Lieder vorgestellt, wir entscheiden gemeinsam, welches wir nehmen. Das sind immer altbekannte Stücke, die jeder kennt und auch mitträllern kann. Die Texte werden dann separat quasi in die Musik rein. Gemischt? Genau. Wie viel gerade das Wort hier eingepfercht, wollte ich sagen. Nee, ist das richtig. Aber manchmal stimmt das auch. Ja, ja, ja. Also der Rolf schreibt ja die Texte, der Rolf genau, Gera. Und ja, und wir singen die dann. Wir fangen zu Hause an, Vorbereitungen treffen wir da. Natürlich. Und wenn wir uns dann zusammensetzen, dann kommt die Magie, dann wird das Stück zum Leben gebracht. Genau, und das lebt sowas von. Ich würde sagen, weil unser neues unser neues Stück, das wollen wir auch sehr gerne vorstellen. Ja, freuen wir uns schon drauf. Ja, absolut. So, meine Frage ist, wann habt ihr euren ersten Auftritt in der neuen Session? Wann ist das? Das ist am 7.1. im Eurogress. Da werden wir Mitwirkende sein bei der Pripo. Und da gibt es eine Überraschung. Und genau, vielleicht unser so neues Stück wird vorgestellt. Okay. Die nächste Liebeserklärung an Aachen. Und wir freuen uns, diese Liebeserklärung präsentieren zu dürfen. Ja, das stimmt, sehr richtig. Ja, stimmt. ihr habt gesagt, wir. Gibt es bei euch eine Hierarchie oder seid ihr gleichberechtigt? Gibt es quasi eine Hauptsängerin oder wie seid ihr überhaupt organisiert intern? Das wäre für mich auch interessant. Eine Hierarchie? Ja, man sagt ja immer einer. Ein Wir. Wir sind ein Wir. Genau. Also seid ihr alle gleichberechtigt? Ja, natürlich. Also jeder hat halt seine eine Stimme, so die Mayra so vom Funk Soul. Andrea, wo würdest du dich selbst so nicht natürlich. Soul und ich so ein bisschen die Rockröhre. Genau. Und zusammen. Ja, und zusammen sind wir eine Symbiose. Sowieso. Genau. So, und wie oft übt ihr zusammen für eine kommende Session? Oder anders gefragt, die fängt ja in 3 Wochen an, die Session. Wann habt ihr angefangen zu proben, zu üben? Und wie oft macht ihr das? Also wenn so die Session losgeht, die wird ja im Prinzip schon am 11.11. Ja. Ist ja die Session, der Session beginnt. Hat für uns da auch schon begonnen übrigens. Genau. Also die Küchenparty war unser erster Auftritt. Genau. Und davor haben wir dann uns schon einige Wochen vorher schon immer einmal die Woche, muss das schon sein. Ja. Das ist ja nicht nur der Gesang, das ist ja auch diese Performance, dieses Zusammenspiel. Das muss ja alles auch unter uns sitzen. Also da treffen wir uns schon immer die Woche.
Für mich ist logisch, dass eine Sängerin oder eine Gruppe dann auch irgendwann mal eine CD auf den Markt bringt. Wann seid ihr soweit? Also dabei sind wir schon. Ja, wir sind schon dabei, genau. Aber das dauert ja. So eine CD, wie gesagt, oder die einzelnen Stücke, die müssen ja nun im Tonstudio, die müssen aufgenommen worden, eingesungen werden. Also das dauert schon noch eine Zeit. Also dürfen wir uns überraschen lassen. Natürlich. Die ist auf jeden Fall in Mache, die CD. So, was möchtet ihr gerne unseren Zuschauern mitteilen, mit auf den Weg geben? Ja, erstmal passt gut auf euch auf, kommt gut über die Weihnachtstage und wir freuen uns auf eine riesige Session mit euch. Ja, die neuesten Informationen könnt ihr natürlich auf unserer Lennetgirl-Seite www.lennetgirl.de finden. Da findet ihr tolle Fotos, Videos, ein Gästebuch. Also wenn ihr was ganz Tolles über uns schreiben wollt, dann klickt das einfach an. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und ansonsten ist mal reizbar. Sind wir auch zu finden auf Facebook. Ja! Unter Lennetgirls nehme ich unter mal an. Unter Lennetgirls, natürlich. Ja, ich bedanke mich dann für das sehr nette Gespräch am heutigen Abend und wir werden uns dann in der Session dann des Öfteren sehen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss.